Moin moin, seid gegrüßt und herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zum nächsten Lost Place Abenteuer. Wir sind auf dem Zechengelände und gucken uns jetzt mal eine alte Zeche an und ich nehme euch wie immer natürlich mit. So Freunde, hier haben wir das erste Gebäude und den riesigen Turm von der Zeche. Ich kenne mich mit Zechen so überhaupt nicht aus, aber wir gucken uns das jetzt trotzdem mal an, gucken, ob wir in die Gebäude reinkommen. Ich denke, das sollte uns gelingen. Und dann bin ich mal gespannt, was man hier noch so alles vorfindet. Boah, guckt euch das mal an. Das sieht ja mal übelst krass aus. Dieser Turm. Also wie gesagt, ich war noch nie an einer Zeche. Mein allererstes Mal. Ah, beeindruckend. Wirklich beeindruckend. So, und hier geht es dann direkt ins Gebäude rein. Das ist jetzt dieses Gebäude, wo man eben den Turm gesehen hat, mit den riesen Rädern. Förderturm, genau, oder Turm, der weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe wie gesagt null Plan von der Zeche, also wenn da einer irgendwas weiß, haut es sehr gerne in die Kommentare. Hier ist auf jeden Fall auch so ein Rad, alle sind kleiner. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch hier so haben. Hier war auf jeden Fall mal irgendwas eingebaut, was mittlerweile aber schon raus ist, weg ist. Kann das der Fahrstuhl sein? Leute, ist das vielleicht der Fahrstuhl, der die Arbeit da runtergefahren hat? Nee, oder? Nee. Ich dachte, das ist durchschüttet. Ja, ist auf jeden Fall noch so ein Wachterhäuschen. Aber könnte das möglich sein? Wobei, dann wäre doch hier nicht. Wartet mal. Oh, Leute. Ist das krass. Guckt mal da hoch. Das ist ja mal richtig krass. Heftig. Ach, hier auch noch einen alten Kran drin hängen. Nee, das hier war definitiv kein Aufzug. Das war kein Aufzug, sonst hättest du hier diese Platte auch nicht drin. Übelst spannend. Ah, hier gucken wir mal so rein. Wir haben auf jeden Fall noch irgendwelche Bänder. Also ich denke eher, hiermit wird das Material nach oben geholt, weil wir hier auch ganz viel Kohle liegen haben. Und auch wenn man sich das hier anguckt, wie viel Schmodder hier drauf ist. Hier haben wir noch ein bisschen Elektronik. Das steht natürlich alles nicht auf Deutsch, da wir uns hier nicht in Deutschland befinden. Also habe ich keine Ahnung, was hier alles steht. Aber schon die erste Halle, mega beeindruckend. Und hier haben wir was gefunden, das deutet darauf hin, dass hier zugemacht wurde. Also hier ging es, würde ich jetzt behaupten, einfach mal nach unten. Und das haben die zugeschüttet, damit du nicht mehr runterkommst. Ne? Zu gefährlich? So, hier haben wir noch einen Lagerraum oder was das darstellen soll. Hier mit einer uralten Heizungsanlage. Hier war vielleicht mal eine Toilette oder sowas. Eventuell. Und hier ein Regal, wo irgendwas drin lag. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was die hier drin gelagert hätten oder haben. Also, ich glaube, ich weiß, wofür hinten das war. Und zwar haben sie damit die Loren hochgeholt und nicht die Leute runtergefahren oder hochgefahren. Sondern das war für die Loren. Berichtigt mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich denke schon. Und jetzt gebt euch das mal. Sieht das nicht irre aus? Was ein imposantes Gebäude. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also das Gebäude sieht schon relativ cool aus. Aber das hier, boah, Wahnsinn. Und ich würde sagen, da gehen wir doch jetzt mal gemeinsam rein und gucken uns mal, oh, guckt euch die Tür an.
Eieiei, das ist ja. Ich bin begeistert. Was ein krasses Gelände. Keine Ahnung, als was das damals genutzt worden ist. Aber das sieht schon echt super aus hier drin. Hier stand wahrscheinlich auch irgendwann mal eine riesige Maschine. Wir haben lauter das Gefühl, der Wachschutz kommt. Hier soll es wohl noch Wachschutz geben. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, weil es ist halt uralt und abgerockt. Klar, es ist übelst gefährlich. Ja, wenn er jetzt mal hier so nach oben guckt. Hier kann jederzeit natürlich irgendwas runterkommen. Ja. Aber ein Wachschutz, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also wir gehen erstmal hier hoch. Dann gucken wir uns das hier mal an. Ach, schaut mal, hier war der ganze Strom und so weiter. Die Stromversorgung für die Zeche. Gehe ich mal stark von aus. Da haben wir noch ein uraltes Gerät. Spannend. Mal sehen, ob wir da gleich noch reinkommen. Aber jetzt gehen wir erstmal nach oben und schauen uns an, was es hier noch zu entdecken gibt. Och ja, guck mal, wie das hier gearbeitet ist. Das Mauerwerk, also dieser Vorsprung hier vorne. Das ist Wahnsinn. Echt irre. Hier haben wir noch uralte Schaltschränke stehen. Ja, hier lief richtig Strom drüber. Also war das hier quasi die Stromversorgung für die Zeche. Uralter Schalter. Schaut euch das mal an. Absolut mega. Also ja, es ist wieder Industrie, aber es ist Wahnsinn, sowas mal zu sehen. Weil wann bekommt man sowas mal zu sehen? Und guckt mal bitte, hier sieht man auch unter anderem, wie alt das ist, wenn man sich dieses Häuschen hier mal anguckt. Jetzt heißt das hier wieder Vorsicht. Aber wir gucken mal hier in das Häuschen rein. Volt. Ah, hier haben wir, wie man jemanden beatmet und wiederbelebt. Ein Plan hängen. Ja, sieht doch auch aus, als ob da irgendeine Elektrik drin wäre. Oder drin war. Hier sind auf jeden Fall auch noch genauso Elemente. Und hier kann man runtergehen. Mega gefährlich, mega gefährlich. Es wird auch langsam dunkel. Deswegen müssen wir sehen, dass wir dieses Gelände hier recht zügig filmen. Weil im Dunkeln will ich hier nicht rumrennen. Weil da gibst du einmal nicht acht und schwuppdiwupp, schon liegst du irgendwo da unten. Und das will definitiv keiner. Aber guck mal, wie riesig die Halle noch ist. Das ist der Wahnsinn, ja. Vorne hat bestimmt mal ein, ich sag jetzt mal, riesengroßer Drache oder sowas gestanden. Gehe ich mal stark von aus. Ein Monster-Betonklotz. Wirklich monströs. Kletter mal hier hoch. Hier haben sie schon eine Tür oder was das war draufgelegt. Und dann hast du hier. Wartet mal. Ja, noch irgendwelche Stromanschlüsse drin. Ich kletter da jetzt nicht drauf, weil ihr seht, das ist alles Metall und somit alles andere als sicher. Keine Ahnung, was das war. Ich habe echt keine Ahnung. Was war das? Ja, hier waren irgendwelche Maschinen drin. Wir haben ja gesehen, dass dieses Gebäude hier für die Stromversorgung ist. Sei doch mal vorsichtig, gell? Hier. Ja, wirklich vorsichtig. Ich denke, ich bin in der Mitte.
das sieht halt alles nicht mehr so ganz gut aus. Ich weiß auch nicht, wann das Ding hier geschlossen worden ist. Das kann ich euch nicht sagen. Aber das wird bestimmt schon einige Jahre zu sein. Schaut mal hier hinten. Wer weiß, was da drin gesessen hat. Das ist halt dann ärgerlich, wenn du keine Ahnung von sowas hast. Ja, aber guckst dir sowas an. Genauso beeindruckend dieser Kran hier. Dieses monströse Teil. Hätte ich gern mal gewusst, wie viele Tonnen der kann. Aber da steht leider nichts dran, wie ihr seht. Da vorne hat auf jeden Fall der Kranführer gesessen und hat das Teil dann bedient. Auch hier das Geländer. Schaut mal. Also das Geländer war jetzt hier kein 0815 oder sowas. Hier hat übelst viel Liebe zum Detail drin gesteckt. Das ist der Wahnsinn. Ja Leute, ich muss gerade ein bisschen leiser reden. Willkommen im Kontrollraum. Wie krass ist das denn bitte? Hier sind auf jeden Fall Leute jetzt mit auf dem Gelände. Wir haben keine Ahnung, wo die Security ist. Daher rede ich gerade ein bisschen leiser. Schaut euch bitte das mal an. Leute, wie krank. Das sieht ja mal richtig beeindruckend aus. Boah, hier auf der anderen Seite. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Hier muss man einfach mal wirken lassen. Das muss man wirklich einfach mal wirken lassen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. So etwas habe ich noch nie gesehen. Klar, im Film oder sowas. Aber live? Schaut mal, hier oben die Anzeigen noch. Dann hier unten. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung. Hier steht HZ, also Herz drauf. Mit wie viel Herz die Elektrik hier gelaufen ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt hier gearbeitet und habt hier diese Instrumente bedient. Boah, das ist der Knaller. Der absolute Knaller. Transfo 1, Transfo 3, Transfo 4, Tension, Intensite. Hier, Kiloampere heißt das, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, alles nur Spekulation. Hier haben wir wieder Herz. Und dann haben wir hier wieder irgendwelche Leuchten, ehemalige Leuchten, um das Ganze hier wahrscheinlich zu überwachen. Es ist wirklich beeindruckend. Also hier ist richtig viel Strom drüber gegangen. Gut, ist ja auch kein Wunder. Eine alte Zeche, inklusive Kraftwerk oder sowas. Ich laufe mit euch einfach mal hier lang. Und wie gesagt, erklären kann ich hier eh nichts. Es ist halt nur wirklich interessant, sich das hier anzugucken. Richtig, richtig interessant, weil wann bekommt man mal sowas zu sehen? Ich bin mal gerade hinter die ganze Anlage gelaufen. Hier haben wir dann noch Stromzähler, wieder irgendwelche Anzeigen. Aber interessant, dass er hier hinten dann auch Anzeigen hat. Und das nicht gerade wenige, wenn ihr euch das doch mal anschaut. Das ist ja Wahnsinn. So, mal wieder zurück hier im Kontrollraum. Bin ich jetzt gerade echt am Überlegen, wenn ihr euch dieses Teil hier mal anguckt. Hier könnte der Mitarbeiter gesessen haben, der das Ganze hier überwacht hat. Hier war wahrscheinlich auch irgendwelcher elektrischer Kram drin. Ja, hier haben wir auch irgendwelche Elektrik. Und auf der anderen Seite war sicherlich auch irgendwann mal irgendwelche Elektrik. Und dann hat wahrscheinlich genau hier der Mitarbeiter gesessen, der hier wahrscheinlich das Sagen in dem Raum hatte. Ja, Freunde, ich versuche hier den Raum zu verlassen, aber man kann es irgendwie nicht. Das ist so beeindruckend. Es ist einfach irre. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera nur halb so rüber, wie wir das hier gerade in Wirklichkeit erleben. Das ist... Ich habe nur Fotos gemacht. Der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn.
Das ist auch super interessant, auch hier hinten. Ja, wenn ihr euch das mal anguckt, dieses riesige Pult hier, nenne ich es jetzt mal, und dann guckst du hier hinten rein, ja, und siehst da jetzt so gut wie nichts mehr drin. Klar, da waren früher wahrscheinlich noch Gott weiß wie viel Kabel mehr dran. Und auch richtig dicke Kabel, wenn man sich das da unten mal so anguckt. Ja, Freunde, jetzt sind wir mal da raus aus dem Kontrollraum. Und jetzt habe ich hier links mal geguckt. Ich muss euch das einfach zeigen. Ich lasse jetzt mal das Licht aus und dann schaut euch das mal an. Das sieht einfach nur Wahnsinn aus. Wie das Licht hier, ich hoffe, das kommt so einigermaßen, kommt da drüber, wie das Licht hier reinschimmert. Mega schön. Also, da soll mal einer sagen, Industrieruinen haben keinen Charme. Also, dem kann ich leider nur widersprechen. So Leute, ich bin mit euch gerade mal jetzt eine Etage tiefer marschiert. Hier vorne ist das Fenster, wo wir eben durchgeguckt haben. Ja, und jetzt gucken wir uns dieses Gerät einfach mal an. Auch übelst interessant. Hier die Schläuche und so weiter da dran. Aber wofür da war? Mal wieder keine Ahnung. Ich habe mal wieder überhaupt keine Ahnung. Aber wenn ihr es wisst, ey, Leute, haut es in die Kommentare. Interessiert mich echt. So, wir sind raus aus dem riesigen Gebäude mit der Schaltzentrale. Jetzt haben wir hier auf der Seite noch so das eine oder andere Gebäude. Aber ich glaube, hier toppt die Schaltzentrale, toppt hier nichts mehr. Also die Gebäude schon. Also die Gebäude sind optisch super schön, ja. Aber die Schaltzentrale, also an der habe ich einen Narren gefressen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was man hier auch schön sieht, das Ganze ist hier also ordentlich zugemacht, dass man in diese Gebäude auch gar nicht reinkommt. Das Einzige, wo wir wahrscheinlich noch reinlaufen können, wäre hier vorne in diese Gebäude. So, und ich würde sagen, zu den Gebäuden werden wir jetzt mal gehen. Wir gehen aber trotzdem hier an den Gebäuden vorbei, die auf der Seite stehen. Weil das kann ja sein, dass wir hier irgendwo vielleicht noch einen Eingang haben. Wobei ich jetzt schon sehe, das sieht echt schlecht aus. Die Gebäude sind echt noch verdammt gut zugemacht. Wie ihr seht, hier mit dicken, fetten Betonklötzen davor. Alles vergittert, damit man hier ja nicht reinkommt. Aber was wir mal machen können, ich gehe mit euch mal gerade dahin und schau mal, ob wir da nicht mal reingucken können. Das ist im Prinzip eine leere Halle. Aber da sind schon Leute drin gewesen, weil da hinten sieht man Graffitis und so weiter. Aber das ist eine leere Halle. Da hinten ist auch irgendwie eine Tür offen oder so. Also mal schauen, ob wir da eventuell gleich noch reingehen. Die Frage ist halt, inwieweit es sich lohnt, weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, war eine leere Halle. Die Gebäude, die sehen echt irre aus. Also ich muss unbedingt, wenn ich zu Hause bin, mal Google bemühen und gucken, aus welchem Jahrhundert das hier ist. Ist bestimmt irgendwann 1900, was wird das sein, 30? Denke ich mal, ist das Ganze erbaut worden. Wenn nicht sogar noch früher. Und dann bin ich mal gespannt, wann sie das Ganze hier zugemacht haben. Wird heute keiner mehr bauen? Ne, so wird heute kein Mensch mehr bauen. Definitiv nicht. Allein die Kosten, die Baukosten. Guckt euch hier jetzt mal die Verzierungen da oben an. Das wird heute kein Mensch mehr so machen. Man wird einfach ganz normal einen rechteckigen Klotz hier hinsetzen und fertig. Ich denke mal, das hier waren wahrscheinlich Bürogebäude oder sowas. Wobei da hinten könnten noch Toiletten gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Ich kann leider nicht weitergehen, weil der Boden hier, der macht einen richtigen Knick. Und ich weiß nicht, ob hier ein Keller drunter ist. Ich habe keine Ahnung. Und das Risiko, dass ich hier durchlaufe und hier einstürze, ne, das ist definitiv zu groß. Viel zu groß. Wir gucken das andere Gebäude. Ich verbessere mich. Das waren niemals Bürogebäude. Weil, wenn du dir den Baustil anguckst, war hier irgendeine Produktion oder sowas. Definitiv keine Bürogebäude. Nein, nein, hier sieht man doch schon. Hier sieht man doch schon sehr gut eine große Halle. Vielleicht mal eine Schweißerwerkstatt oder sowas. Oder vielleicht haben hier auch irgendwelche Maschinen gestanden, die für den Betrieb der Zeche da waren. Hier haben wir auf jeden Fall wieder Löcher in der Erde.
wie man hier sehr schön erkennen kann. Also geht es hier definitiv eine Etage tiefer. Oh ja, hier geht es richtig tief. Das geht nicht nur eine Etage tief. Leute, nicht ohne. Nicht ohne. Hier kannst du mit einer Leiter kannst du runterklettern. Hier hast du noch so einen Kabelschacht. Und dann schaut euch das mal an. Lasst das mal auf euch wirken. Ja, das Style. Das hat mal richtig Style. Hier haben wir eine kleine Grube. Nichts Großartiges. Die ganzen kaputten Scheiben. Ach, hier, guckt mal. Genau, hier laufen Schienen entlang. Konnte man hier vielleicht Loren reparieren? Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die Lore hier drauf gefahren haben, um für unten drunter dran zu arbeiten. Das ist gut möglich. Also war hier bestimmt eine Werkstatt. Hier hatten sie auf jeden Fall auch einen Kran. Ja, dieser Kran befindet sich da oben. Der sieht auch wesentlich neuer aus als der Kran aus der alten Halle. Ja, und jetzt schaut mal bitte. Jetzt sind wir hier mal näher ran. Das sieht schon echt phänomenal aus. Muss ich hier echt mal sagen. Gehen hier mal rein. Hier hat wahrscheinlich der Meister oder so gesessen. War wahrscheinlich ein Bürogebäude, wo wir auch schon feinsten Verfall haben. Auch hier an den Wänden blättert langsam der Lack nach und nach ab. Hier sind noch Scheiben drin und die Scheiben waren mit bemalt, mit lackiert. Und hier haben wir sogar noch Holz. Also hier war ein Büro. Riecht doch irgendwie noch ein bisschen so, würde ich schon fast sagen. Und der Boden fühlt sich alles andere als gut an. Und ihr seht auch, da haben wir noch. Ich gehe mal gerade hier rüber weiter. Eieiei, da ist der Boden schon wieder weggegangen. Wahnsinn. Hier hinten wahrscheinlich Lager. Gehe ich stark von aus. Hat man hier auch versucht, richtig schön zuzumachen, damit auch ja keiner hier reinkommt. Hier haben wir noch alte Spinte, Regale. Uralte Waschbecken hängt hier auch noch. Und dann geht es da hoch, aber Freunde, ich weiß nicht, ob ich da hochgehen soll. Ich gehe mal gerade. Kann ja nicht viel passieren. Das ist alles ziemlich stabil hier, würde ich sagen. Ja, hier oben haben wir auch Lager. Ehemaliges Lager, wie man sieht. Ich glaube, das Video wird übelst lang, weil hier einfach so viel zu entdecken gibt. Hier haben wir noch irgendwelche Kessel. Heizkessel. Hier wieder uralte Spinte. Und hier, was war hier? Kleinteile-Lager. Ich denke schon. Kleinteile-Lager, irgendwelche Riemen, die sie hier wahrscheinlich aufgehangen haben. Gehe ich mal stark von aus. Na, dann hattest du hier die Möglichkeit, runter in die Halle zu gucken. So, beim Rausgehen, ich muss meine Lampe ein bisschen dunkler machen, haben wir hier noch ein altes Brett, wo vielleicht Schlüssel oder sowas dran hingen. Wobei, nee, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, was dieses Cordes 252, 253, 254 und so weiter bedeutet, aber das steht hier mehrmals drauf. Und hier haben wir noch Echeles. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wirklich keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen jetzt mal wieder runter. Jetzt muss man halt ein bisschen Acht geben, dass man sich hier nicht auf die Nase legt, weil die ganze Treppe ist voller Schutt. Schutt, der hier schon von den Wänden abgegangen ist. So, ich drehe euch mal die Kamera. Wie gesagt, hier unten geht der Boden schon weg. Hier muss man echt wirklich Acht geben. Das fühlt sich alles andere als schön an. Boah. Hast du da unten? Ja. Guck mal, wenn du irgendwo runterfällst, wie soll ich heimkommen? Der Boden da oben war super. Ich bin so
So, halt mal gerade. Ich muss die Hand wieder wechseln. Ich halte die Kamera gerade mit der falschen Hand. Das ist scheiße. So, hier habe ich gehört, geht das auch schon wieder in einen Lagerbereich. Oh, hier, guck mal, die Spinnenbeben. Wahnsinn. Ah, hier war früher der Durchgang, wo die Metallplatte war. Ja, und hier hast du dann Lager gehabt. Die ganzen Regale noch hier stehen. Hier die Regale auch noch alle da. Klar, sind alle fest verbaut. Hier noch ein paar Metallregale. Regale, die man zumachen konnte. Und überall hier lag Material, damit du die Firma hier im Laufen halten konntest. Mega geil. Sieht das ja mal aus. Dieses Fenster. Hier saß dann der Lager oder stand dann der Lagermitarbeiter und dann bist du an dieses Fenster gekommen und hast gesagt, was du haben wolltest. So, nächste Halle. Die hat sich jetzt hier neben dem Lager befunden. Guck mal. 500 Volt? Ernsthaft? Mit den Käbelchen? Finde ich aber heftig. Hier war wahrscheinlich auch so eine kleine Werkstatt. Hier haben wir auf jeden Fall noch Schaltschränke stehen. Uralte Schaltschränke. Und dann geht es hier in den nächsten Raum. Ah. Jetzt nicht so beeindruckend der Raum. Hier haben wir auf jeden Fall noch den alten Kasten vom Feuerlöschschlauch, den man dann hier rausholen konnte im Falle eines Brandes, der natürlich jetzt nicht mehr da ist. Okay, guckt euch doch halt diese massive Tür an. Die hat man erst gar nicht so erkannt, wo man hier nur in den Raum reingekommen ist. Aber eine dicke, massive Stahltür haben wir hier. Und da ja schon irgendwelche Leute sich hier durchgebuddelt haben, können wir doch jetzt mal hier reingucken. Naja, ist auch nur irgendeine ehemalige Halle. So, Freunde, es ist langsam dunkel geworden hier draußen. In den Gebäuden ist es jetzt richtig dunkel. Und langsam wird es hier auf dem Gelände ein klein wenig gefährlich. Daher würde ich sagen, wir machen uns wieder auf den Rückweg. Verlassen das Gelände hier, weil wir haben noch ein bisschen was zu laufen, bis das mal überhaupt wieder am Auto angekommen sind. Ich denke mal so, anderthalb, zwei Kilometer. Naja, und ich würde sagen, wir sind raus, beziehungsweise ich bin raus. Ihr denkt dran, lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von so Content, Industrie und so weiter, dann haut es doch gern mal in die Kommentare. Ja, und denkt dran, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In diesem Sinne bin ich raus. Haut's rein. Wir sehen uns im nächsten Lost Place Abenteuer.